select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Ricardo, ich steige mit dir mit der gleichen Frage ein wie beim Phil. War doch sicherlich eine Wohltat heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Schon der Punkt unter der Woche in Neckarsulm hat uns schon ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Wir haben in den letzten Wochen ja eigentlich alles verloren und dann ist es auch schwierig, mit Selbstbewusstsein ins Spiel zu gehen. Der Punkt hat uns wirklich geholfen jetzt unter der Woche und ja, das hat man heute auch ein bisschen gesehen. Wir haben mutiger gespielt. Klar, auch wenn man hinten steht, muss man trotzdem versuchen, Fußball zu spielen und den Ball laufen zu lassen und Mut zu haben. Und ja, heute haben wir das in Kombination mit der richtigen Einstellung auf den Platz gebracht und verdient 2-0 gewonnen. Du hast heute eine sehr gute Leistung gebracht, also hast heute herausgeragt. Wie hast du deine Leistung gesehen und auch im Vergleich zu den Spielen zuvor, jetzt das Spiel letzte Woche ausgenommen, habe ich den Eindruck gehabt, dass es dir schwerfällt, die 100% zu bringen, wobei du heute dann natürlich voll und ganz geglänzt hast. Wenn wir besser Fußball spielen, dann kommen auch meine Qualitäten mehr zum Tragen und das war heute der Fall, das war jetzt unter der Woche in Neckarsulm der Fall. Ich habe jetzt auch auf einer Position gespielt, die mir mehr liegt. Dann bin ich mehr im Spiel und ja, das hat man heute einfach gesehen, dass ich da einfach mehr Spaß hatte und ja, auch mehr Ballkontakte und eine gute Leistung gebracht habe. Ja. Euer Trainer, der Tobias Winter, hat bei der PK nach dem Sandhausen-Spiel gemeint, dass sich die Situation geändert hat und dass ihr zumindest nach dem Spiel K.O. wart. Hat sich da was verändert nach diesem Spiel, auch in der Einstellung? Ja, so blöd es auch klingt, wir haben nichts mehr zu verlieren. Nach dem 7-0 hat uns die ganze Liga abgeschrieben. Wir haben intern nochmal geredet nach dem 7-0, was ja selbstverständlich ist, und haben gesagt, ja, wenn wir jetzt nicht uns trauen, Fußball zu spielen und mit Mut an die Sache zu gehen, dann wird es auch nichts mehr. Und wie gesagt, in den letzten zwei Spielen nach dem 7-0 haben wir jetzt 4 Punkte geholt und so kann es weitergehen. Die Devise ist, wir müssen jedem Spiel gucken, dass wir punkten. Es liegt immer noch an uns, wenn wir unsere Punkte holen, denke ich schon, dass wir die Klasse noch halten können. Und so gehen wir auch in die Spiele. Wir wissen, das sind jetzt noch 4 oder 5 Spiele, die sind alles Finalspiele, die müssen wir alle gewinnen. Und wenn wir das tun, dann denke ich auch, dass wir die Klasse halten. Ricardo, danke für das Interview und viel Erfolg. Vielen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.